Servus Leute und willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Heute werden wir den Boss von der Noise Crew besiegen und er ist hier oben. Wir haben einen ziemlich weiten Weg hier vor uns. Dann machen wir uns mal schnell auf den Weg, damit wir gleich mal dort ankommen. Mal sehen, vielleicht sehen wir dann noch etwas, was wir mitnehmen können. Ein paar Plakate oder so irgendwas. Oder Chips oder so irgendetwas. Aber das werden wir ja sehen. Ich glaube, diese roten Autos, die haben eine magische Anziehungskraft auf mich. Nitro, Mac, Nitro. Speedrun 218. Ich glaube zwar nicht, dass wir es schaffen, aber vielleicht, wer weiß das schon. So mal natürlich nicht. Aber irgendwo muss er. Da oben ist es ja. Dann nichts auf wie hin zum Wrack, meine ich. So Leute, wie komme ich da rauf? Mal sehen. Vielleicht von der anderen Seite. Nee, hier auch nicht. Vielleicht hier irgendwie. Vielleicht von hier. Nehmen wir uns mal die Karte an. Wie könnte ich darauf kommen? Ich glaube von der Seite gar nicht, oder? Nee, von hier nicht. Ach egal, das holen wir uns ein anderes Mal. Wir müssen ja nicht immer gleich alles haben. Ich würde jetzt gerne das letzte Durft reinfahren und dann passt das schon so. Speedrun. Ein Stern müsste sich wohl ausgehen. Wenigstens ein Stern. Ja, einen Stern. Nee, oder vielleicht doch. Ja, könnten wir schaffen. Einen Stern könnten wir schaffen. Und wir schaffen es auch. Die Sonne geht auf. Der Asphalt wird bald kochen. Das Plakat können wir mitnehmen. Das Plakat. Ich hoffe, es reicht, der Schwung. Aber wir werden es ja sehen. Bestimmt zu langsam. Ich glaube, da kommen wir jetzt noch gar nicht drauf mit diesem Auto. Aber egal. Ja, nee. So oder so das letzte Durft rein und dann sind wir eben dann an der Auto unterwegs. Aber diese Kiste hier nehmen wir mit. Neue Tuningteile können wir immer gebrauchen. Nur ist jetzt halt wieder blöd, dass wir in die andere Richtung fahren müssen. Zielperson fährt in westlicher Richtung durch Liberty Desert.
Was kann man denn hier in den Kisten überhaupt alles finden? Nur Tuningteile oder anderes Zeug auch? Zentrale an NM16, wo sind Sie gerade? In östlicher Richtung, die halbe Ziel der Welt. Verstanden. Cool wäre, wenn man da drinnen Autos finden könnte. Das war nicht gut. Kommt Leute, muss hier auf die Straße. Die Straße. Adam 1-13, wie lautet Ihre aktuelle Position? Ach nee. Verfolgung aus der östlichen Richtung durch Liberty Desert. Kommt, Merk Nitro. Ach nee, wie kommst du denn drauf? Komm, Mac. Schaffst du das schon? Nicht mehr weit. Bestätige Lincoln 1:30, wo sind Sie gerade? Nee, nee, nee. Kann das sein, dass sie immer einen Kilometer vorher die Verfolgung abbrechen? An alle Einheiten, Sie in Kontakt zur Zielperson ist abgerissen. Sie war zuletzt unterwegs in nördlicher Richtung. Was haben wir denn hier Schönes? Ich bin einfach zu gut. Ja, Mac, du bist einfach zu gut. Die mittlere. Turbo Stufe 12. Ist doch mal was Gutes. Wir müssen jetzt hier hin. Okay. Ich liebe das Driften auf diesen Canyon-Straßen. Du auch, Mac? Ich auch. Noch schöner wäre es, wenn keine Autos entgegenkommen würden. Ja. Unser Mac braucht eindeutig ein schnelleres Auto. Nissan GT-R. Haben wir den schon freigeschalten? Ich denke, der würde gut zu ihm passen. Ja, so ein BMW. BMW wäre auch gut. Sorry. Sorry, Leute. So weit ist es nicht mehr und wir treffen unseren Boss hier. Nicht unseren Boss, sondern den Boss von deren Kyo. Naja, wenigstens haben wir auf dem Weg hierher ein paar Sterne eingesammelt. Sorry.
Links abbiegen, bitte. Eine Durchzone. 25.000 Punkte. Eindeutig zu schnell. Zu langsam. Zu viel LKW. Aber 25.000 Punkte haben wir zumindest schon mal. Wenn das nicht für 2 Sterne reicht, da werden wir. Aki Kimura, der Dwarfkin. Nicht mehr lange. Da sind wir Dwarfkin. Nie im Leben schaffen wir 1000 Meter ohne Unterbrechung zu driften. Vergiss es, Mac. Du hast keine Chance, meinen Rekord im Silver Canyon All-Star zu brechen. Das wird sich zeigen. Aber natürlich haben wir eine Chance. Los geht's! Willst du es sehen? Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. Wundervoll. Einfach wundervoll. Kontrollier ihn. Hier drückt's und wir haben deinen Rekord schon. An mich kommt keiner ran. Schon haben wir deinen Rekord. Es ist soweit. Der große Aki Kimura wurde von dem noch größeren Mac McAllister besiegt. Ich dachte nicht, dass du es schaffst, aber du hast mich dem. Seid ihr befreundet? Du wirkst nicht gerade wie der politische Typ. Kunst ist immer politisch. Du verblüffst mich. Wie konntest du meinen Rekord schon so schnell überwinden? Wieso fragst du? Ich hab's doch angekündigt. Weil wir es können. Das gibt einen Kratzer. Macht nichts. Warum sollte ich nicht nach den Sternen greifen? Natürlich hätten wir gleich aufhören sollen, oder was? Oh mein Gott. Was? Okay, das war gut. Natürlich war es gut. Weil du einfach nicht wegsehen kannst. Seht ihr das? Ach, komm schon. Dein Rekord ist Geschichte, Aki. Und im Ziel. Wow, ein Hoch auf den neuen Drift King, Baby. Die goldene Mitte natürlich. Steuergerät Stufe 10. Was haben wir? Stufe 8. Bauen wir gleich mal ein. Neues Bomb besiegt. Ford Mustang GT, schönes Auto. Mitsubishi Evo, auch schön. Porsche, gefällt mir aber nicht so. Üb einfach weiter, Aki. Vielleicht schlägst du mich ja dann eines Tages. Schließ dich Noisebomb an. Lass uns durchs Land touren und gemeinsam Kunst erschaffen. Das wäre fantastisch, Mann. Aber ich hab schon eine Crew. Natürlich. Ich hab von eurem Kampf gehört. Noisebomb wird da sein, wenn du es brauchst.
Mac hier. Du Bastard. Du erzielst jede Menge Klicks. Hash Puppy. Es heißt Hash Tiger. Wieso hast du mehr Follower als ich? Hab ich? Ich werde Tag und Nacht trainieren, Mac. Und eines Tages schlag ich dich. Ich kann's kaum erwarten, Hash Puppy. Ja, Herr Stegger, dann trainier schon mal. Wird aber nichts bringen. Ja, Leute, wir versuchen jetzt nochmal das Rennen, was wir schon zweimal verloren haben. Diesmal glaube ich, dass wir es schaffen. Aber auch nur, weil ich ein bisschen die Schwierigkeitsstufe zurückgestellt habe. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Aber es müsste gehen. Immer diese LKWs hier. Nee. Sorry. Hallo Racer. Ihr hört die Stimme der Straße. Es gibt spannende Neuigkeiten. Noise Bomb hat sich als Blindgänger erwiesen. Unser Freund Mac hat den Drift King besiegt und ist dem Outlaws Rush wieder einen Schritt näher. Kann diesen Mann jemand aufhalten? Will das überhaupt jemand? Hey Mac, die Straßen jubeln dir zu. Sei frei. Habt ihr das gehört? Die Hüterin sagte, sei frei. Als wäre dein Ego nicht schon groß genug. Das lasse ich auf T-Shirts drucken. Von mir aus, solange wir keins tragen müssen. Natürlich müsst ihr. Ihr seid meine Crew. Aufhalten will uns vielleicht schon irgendwer, aber kann er nicht. Soll ich annehmen? Ja, nehmen wir mal an. Ich habe deine Crew besiegt. Das heißt, ich fahre gegen dich, Mano a Mano. Was willst du? Ein Rennen oder Quatsch? Ein Rennen natürlich. Es geht los. So, konzentrieren. Dann müsste es ja klappen. Mir geht's gut. Black Mama ist hier vor uns. Ah, Della, jetzt komm schon. Ich hoffe, es zählt. Ja, zum Glück. Es wird Zeit zuzuschlagen. Nee, Checkpoint verpasst, Neustart. Ah Mann, das gibt es ja nicht. Nee, jetzt nicht mal wetten. Wenn es jetzt nicht schafft, dann gehen wir unseren Honda-Tunen. Ach man. So eine Zurückspülaktion wäre super, so wie im Forza.
Sorry. Komm, Nitro. Haut und Stahl, Baby. Vorsprung haben wir auch schon einen großen. Dass eine Schwierigkeitsstufe so viel ausgibt. Hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber ist schon in Ordnung so. Das war jetzt knapp. Und wir haben das Rennen gewonnen. Gleich. Aber jetzt haben wir es gewonnen. Los jetzt, du und ich. Jetzt mal die Linke. Turbo 12, was haben wir? 10. Ist ja gut. Gut. Kann der große böse Gaio es nicht mit dem kleinen Tyler morgen aufnehmen? Ich weiß, was du vorhast, Mann, aber das Haus hat alles im Griff. Der Outlaws Rush ist nur noch Show. Dann sollen sie ihre Show kriegen. Silver Rock gehört nicht dem Haus, es gehört uns. Du glaubst das wirklich, oder? Darauf kannst du Gift nehmen. Du unterschreibst dein Todesurteil, Hermanito. Okay, das Rennen geht klar, aber wir nehmen die Aussichtsroute, damit du schöne Erinnerungen hast, wenn du im Knast verrottest. So, danke Leute, das war's für heute. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.